Wahrscheinlich, genau. Und Kai ist nicht da und Daniel ist auch nicht da. Naja. Und Stefan ist auch nicht da. Alle nicht da oder im Vorstand? Na gut. Ach, wie schön habe ich es hier. Wir haben... Wir haben heute vor allem die Rednerliste im Plenum nochmal durchzugehen. Ich glaube, da sind auch noch ein paar Dinge offen oder nicht so 100% geklärt. Die Frage ist, ob wir vielleicht vorher mit den Ausschüssen anfangen oder? Ist egal, ne? Wir fangen so an wie normal. Zunächst gibt es noch Anträge für das nächste das übernächste Plenum, die wir hier im AK besprechen sollten. Das ist im März, ja, da haben wir noch mal Zeit. Im Februar haben wir dafür ganz viele Ausschusssitzungen. Ich zumindest. Ich will jetzt nicht gackern, bevor das Ei gelegt ist, aber ich hatte ja im letzten Jahr schon berichtet, dass ich mit dem Mieterverein in Kontakt stehe. Ich habe das jetzt wieder aufgegriffen in der letzten Woche und wir haben uns darauf verständigt, jetzt relativ kurz getaktet, zumindest eine parlamentarische Initiative auf den Weg zu bringen. Wir haben darüber gesprochen, ob das ein Antrag oder ob das Anträge sein könnten, Wohnraumzweckentfremdung und so weiter, Sperrfristverordnung, all diese Dinge. Wir wissen es aber noch nicht. Es könnten Anträge werden, wenn, dann wären die zum März im spruchreif oder vielleicht auch nur kleine Anfragen oder so. Aber wir gucken. Am besten, wir gucken auch innerhalb des Ausschusses morgen nochmal, wie wir das vielleicht machen können, wenn morgen zu morgen passt. Ja, ich habe immer noch die Sachen im Kopf, die ich schon öfter mal erwähnt habe. Ich glaube, das ist aber auch nur eventuell was fürs März-Plenum. Ja, sonst, haben wir sonst noch was? Ich glaube, wir müssen auch, ja, ich dachte so an Flughafen oder was. Gibt es ansonsten noch was? An Entschließungsanträgen vielleicht? Nee, ne? Braunkohle werden wir wahrscheinlich nichts entschließungsantragsmäßig machen. Ne? Ja, weil der kommt ja eh zurück, ne? Der Antrag. Der ist ja schon im Ausschuss abgelehnt worden und ist jetzt nur noch mal im Plenum. Und ich kann im Übrigen vielleicht ergänzen, im Ausschuss war ich nicht, Bianca war auch leider krank und insofern kann ich auch zum letzten Ausschuss nichts sagen. Auch die Frage von Stefan für den Stream. Linus war da und natürlich Daniel Schwert, aber da Kai krank ist, wurde das die zwei Energiethemen, die da anlagen, auch nur kurz waren. Es war eine Vorlage und ein Bericht der Regierung, also jetzt nichts Spektakuläres. Und eben auch dieser eine Antrag, wo erwähnt wurde, abgelehnt, fertig, aus. Im Plenum gibt es schon noch zwei Anträge, die uns hier betreffen, wenn wir jetzt... Da wollte ich jetzt mal gerade durchgehen. Gut, ja. Machen wir das mal. Es sind, glaube ich, auch noch ein paar mehr als zwei tatsächlich. So. Und zwar haben wir, ich schiebe das mal ein bisschen anders hin, wir haben zunächst natürlich die Demokratie und Vielfalt, das ist aber eine andere Baustelle. Wir haben hausärztliche Versorgung in allen Landesteilen, Datenstadt. Worte zur Rettung des Kulturbestandes ist auch nicht unseres. Menschenhandel, Gemeindeordnung, Chancen für kommunale Kooperationen. Wir haben Landesregierung, muss Bundesratsinitiative des Freistaats Bayern zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Wagniskapital und Gründer beitreten. Jetzt müssten wir dazu natürlich am besten Linus da haben. Ich meine, dass nämlich Wirtschaftsausschuss ist. Sonst, sollte man dran denken. Ich schreibe das mal bei uns ins Pad als offen, damit wir das gegebenenfalls später nochmal anschauen können.
Dann haben wir Grundsteuerbremse. Das übernimmt Frank. Okay. Wirkung der Landwirtschaft auf Wasser. Das ist eine große Anfrage von der SPD und Grünen. Und soweit ich informiert bin, ist Simone nicht da, beziehungsweise sie hat eine, wie nennt sie das, so eine Gruppe, die hier, Besuchergruppe. Und die sind gerade am Diskutieren, ob Hans-Jörg die Rede hält. Und Jens will die schreiben und ich habe jetzt schon vorgearbeitet. Wir treffen uns, wenn wir wissen, wer das macht. Und werde ich da Infos zu geben. Und meiner Ansicht nach ist das eine schlurig beantwortete Anfrage über den gesamten Landwirtschaftsbereich. Und also wenn ich die gestellt hätte, würde ich die als unvollständig zurückgeben. Oder nachprüfen, ob die Fragen falsch waren. Eine Anmerkung noch zu dem Antrag davor, Grundsteuerbremse. Hast du gesagt, das wird von Frank bearbeitet? Frank steht derzeit im PET. Was hat er mit der Grundsteuer zu tun? Kommunales. Okay. Ich wollte mich da jetzt auch nicht zwischenwerfen. Ja, ja. Ist auch schon ein Thema, das unseren Bereich betrifft. Ne? Also, und jetzt müssen wir das uns nochmal anschauen. Ich merke es jetzt, wenn man nicht vor, kriegen wir notfalls auch so hin. Okay, also Top 10, die große Anfrage ist auf jeden Fall in Arbeit und wird umsorgt. Dann haben wir Gesundheitsland Nordrhein-Westfalen. Dann haben wir Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches ohne Debatte. So, kommt man auch nochmal mit Debatte. Dann haben wir die Regierungserklärung, auch sehr, sehr wichtig. Da weiß ich momentan nicht so genau, wie die Zuarbeit stattfindet. Ja. Es gab in der letzten Woche zwei Verabredungen dazu. Die eine beginnend mit dem Antrag, den wir dazu gestellt haben, Einrichtung des Internetministeriums, hängt ja damit zusammen. Und die andere auftragsgemäß zur Koordinierung der verschiedenen Ressorts mit Matthias zusammen. Es sind 5 oder 6 Referenten eingebunden in die Erarbeitung von Textbausteinen für die jeweiligen Ressorts. Ich bin für unseren Bereich dabei, ist ja nicht ganz nebensächlich für uns. Die anderen bedienen ihre Sachen. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir morgen liefern. Es gibt eine interne Frist heute, aber für Joachim ist es okay, wenn er morgen Abend die Texte hat, weil er erst am Donnerstag in die BIT muss und vor morgen Abend sowieso nicht dazu kommt. Es sind also unmittelbar beteiligt Johannes, Sebastian, Linus, Matthias, ich, Hilmar und das war's, glaube ich. Tom sollte meines Erachtens noch mitmachen, aber ist jetzt noch nicht im. David ist noch dabei am Rande, genau. Also schon eine größere Gruppe und 45 Minuten plus die damit zusammenhängenden Anträge müssen ja auch gefüllt werden. Ich frage jetzt in der Runde nicht, wie das Gesamtpaket aussieht, weil das ist ja andere Baustelle. Muss ja auch am Ende was Rundes bei rauskommen bei 45 Minuten, so mit Anfang und Ende. Aber was gibt es denn, was wir hier im AK noch dazu beitragen können, beziehungsweise was wir eventuell die Abgeordneten dazu noch beitragen können? Aber erstmal Christopher. In Ermangelung des zuständigen Abgeordneten für das Thema Energie kann ich vielleicht was beitragen. Ich war auch bei einer kurzen Vorbesprechung dabei. Ich denke, wir werden, wenn das gewünscht ist, auch das Thema intelligente Netze, Smart Metering, etc., Datenschutz in dem Zusammenhang einbringen. Werde ich ein paar Sachen zu schreiben. Wir haben heute noch ein kurzes Treffen nachmittags mit ein paar Referenten, wo wir das vielleicht vorläufig abstimmen werden. Aber ich denke, das Thema passt auch da rein und das kriegt man auch subsumiert in Richtung Internetministerium, Moderne, bla bla bla. So, danke. Inwieweit die anderen Abgeordneten beteiligt sind, entzieht sich meine Kenntnis. Es gibt, glaube ich, keine Verabredung dazu. Im Vorstand wird gerade auch darüber gesprochen, wie die
Rede aufgeteilt werden soll. Ich glaube, dass der Stand, der momentan erreicht ist, aber das ist ungesichert, so aussieht, dass Joachim den Auftakt macht, dann aber abgibt an sachverständige Abgeordnete. Wir haben hier, also es geht um die Regierungserklärung, es geht um den Antrag der CDU, es geht um unseren eigenen Antrag. Die werden, wenn ich es richtig sehe, in Verbindung miteinander diskutiert. Ist so, ne? Genau. Und deshalb macht es durchaus Sinn, über mehrere Abgeordnete bei den verschiedenen Angelegenheiten zu sprechen. Und ich glaube, das wird auch gerade so diskutiert. Also CDU hat einen Breitbandantrag, Vorratsdatenspeicherung kommt am Freitag und ist sozusagen, kann man extra auch, oder ist nochmal extra zusätzlich zu behandeln. Gut. Ja. Ich persönlich nehme das so mit, weil für mich heißt das dann erstmal abwarten. Dann haben wir menschliche Zuwendung statt Bürokratie. Pflegedokumentation, Schulministerin muss Verantwortung. Novelle, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, wird Hans-Jörg machen, weißt du schon? Also ich gehe davon aus, ich denke auch, dass wir diesen Antrag positiv sehen. Ich habe das aber noch nicht endgültig geklärt, weil die Abstimmung ja im Zweifelsfall ja, keine Ahnung, woanders erfolgt, morgen oder so in der Fraktionssitzung. Aber ich gehe davon aus, dass Hans-Jörg das übernimmt. Was mich, oder was sagen wir so, das ist ein Antrag, gemeinsamer Antrag von CDU, SPD und Grünen. Und das, der Hintergrund scheint zu sein, dass sich da die Regierungsfraktionen in Bonn, in Berlin, oh Gott, ist schon lange her, Entschuldigung, verständigt haben, diesen Antrag gemeinsam zu stellen. Hätten uns ja auch mal fragen können, haben sie aber nicht. Ja, was die in Weimar machen, wissen wir nicht. Das heißt auf jeden Fall, dass du es im Blick hast, weil wir machen, ich wollte es ja durchgehen, damit wir nicht morgen das noch in der Fraktionssitzung irgendwie groß auf irgendwas stoßen, was heißt, huch, was ist denn das? Ja, okay. Baugesetzbuch mache ich wohl, nehme ich an. Ist eigentlich Stefan wieder da am Mittwoch? Und ist ja auch kein großes Dings. Ich bin jetzt am Donnerstag. Ja. Keine Ahnung, ob man dazu überhaupt groß was erzählen muss. Ich habe eine Frage, ist das immer noch und bleibt das ein Antrag von SPD und Grünen? Ich habe keine anderen Infos. Ist etwas seltsam. Ne? Ja. Gut, dann wirtschaftliche Schwächen Nordrhein-Westfalens überwinden, ist große Anfrage der FDP, ist auch Wirtschaft. Mit Impulsen für Innovation, Investitionen und Qualifikation, Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand nachhaltig stärken. Hat das sich überhaupt schon mal jemand angeguckt? Ansonsten werde ich da das zusammen mit dem anderen mal bei Linus vorsprechen. Gut, nehme ich noch mit in unser Protokoll mit auf, für offen. Wirtschaft in der Ausbildung, macht Thorsten. Dann haben wir die aktuellen Stunden, ist klar, ist, was haben wir denn da? Ich glaube, wir haben Rückkehrer von Frank und Eilanträge habe ich eben vorgelesen. Was war denn das von der CDU noch? Irgendwas, was wir nicht, obwohl war irgendwas mit Ausbildung, wäre dann auch Thorstens Sache. Dann haben wir die Vorratsdatenspeicherung. Dann haben wir die Braunkohle. Braunkohle ist der gleiche Fall, ne, Christopher? Dass der Hans-Jörg das übernehmen. Da gehe ich von aus, ja. Und dann haben wir noch Landesregierung, muss Lehrerversorgung. Und ganz zum Schluss Aufbau und Erhalt von Studienplätzen. Das mache ich allerdings für einen anderen Ausschuss. Gut, dann haben wir zwei Dinge offen im Bereich Wirtschaft. Vor allem die große Anfrage ist, glaube ich,
wichtig. Die Sache mit Freistaat Bayern, meine Güte, da geht jemand spontan hin und erledigt das. Aber die große Anfrage muss man zumindest vorher mal durchblättern. Ich ja, weiß nicht, ich habe ja, muss ich fragen nachher mal. Eben, deshalb nicht, dass wir nachher gar niemanden haben, der das jemals mal angeguckt hat. Ne? Ja, aber... Ja, ja, gut, aber das Problem ist, dass man ja wissen muss, was in der großen Anfrage dort steht. Wie du vielleicht von einer anderen großen Anfrage weißt, auch wenn du meinst, sie sei nicht gut, kann das ja eine ganze Menge sein, was da drin steht. Gut. Ansonsten. Ich könnte mir vorstellen, dass Hans-Jörg noch kommt. Deshalb würde ich vielleicht mit dem A18 weitermachen. Aber du weißt nicht, was im Ausschuss passiert ist. Ne? Gibt es ansonsten was zur Energie? Dann erzähle ich ganz kurz was zum A02. Wir hatten jetzt den Ausschuss. Wir haben da den Stand der Novellierung der Bauordnung eine Vorlage bekommen, die sehr dünn war. Und die anderen haben uns unterstützt darin, die anderen Oppositionsparteien, dass es sehr wichtig wäre, langsam mal die Sache mit der Landesbauordnung anzugehen. Es gäbe da sehr wichtige Dinge, die geregelt werden müssten. Und die halt wirklich veraltet sind und wo in der Praxis Probleme auftauchen. Stand der Neufassung der Kriterien für Wirtschaftlichkeitsprüfung haben wir ebenfalls eine sehr dünne Vorlage bekommen, die da lautete, schauen Sie doch ins Internet. Im Internet gibt es auch was, aber damit kann man nichts anfangen, um es kurz zu fassen. Wir haben außerdem zur Wohnraumförderung sehr lange gesprochen. Denkmalschutzförderung, Fortschreibung des SPNV-Netzes im besonderen Landesinteresse und Strategiebrückenertüchtigung war noch Thema. Strategiebrückenertüchtigung hatten uns länger aufgehalten. Wer was zur A45 wissen möchte, dem können wir eine Präsentation dazu in die Hand drücken. Noch ein Hinweis auf den Ausschuss A01. Das ist der Sozialausschuss. Dort wurde die Sache mit den E-Scootern lang und breit besprochen. Ich glaube, über eine Stunde haben wir dafür gebraucht. In unserem Ausschuss hat nur Herr Hilser dann auf unser Bitten vorher darauf hingewiesen und den Link hergestellt zu dem anderen Ausschuss. Es gibt auf der Landtagsseite einen Kurzbericht über die Sache im Sozialausschuss, weil wir nachher der Resolution des Landesbehindertenbeauftragten heißt er, ne? Beigetreten sind. Und zwar alle Abgeordneten bzw. alle Fraktionen. Und damit sozusagen, wie es die Presse so schön sagt, die Verkehrsbetriebe weiter unter Druck gesetzt haben. Das war eine hübsche Debatte dort. Die uns möglicherweise auch noch ereilt, würde ich jedenfalls gut finden, weil offenbar beim VDV wenig Verständnis existiert für die Belange von auf E-Scooter angewiesenen Fahrgästen. Ich habe dazu letzte Woche ein längeres Gespräch geführt bekommen sozusagen und dort ist man nicht besonders amüsiert über den Bohai, der momentan getrieben wird und sieht die Problemlage anderswo. Das bedeutet, dass wir im Ausschuss vielleicht sogar eine konfliktträchtige Situation haben, über die wir entsprechend dann auch ins Gespräch zu treten haben. Zum Beispiel wird ja, ich glaube, das wurde auch im Sozialausschuss schon erwähnt, die 120 Millionen Umlage sind nicht dafür geeignet, die Busse und Bahnen umzubauen. Genau. Also das heißt, wir haben hier auch ein finanzielles Problem, mit dem umzugehen ist. Zumal offenbar
Ich glaube, das tauchte auch am Rande letzte Woche bereits auf. Die Ausgleichszahlungen für die entgeltfreie Beförderung von behinderten Menschen im Sozialministerium momentan stark eingekürzt wird. Es sollen da, ach genau, das wurde ja auch am Freitag bei anderer Gelegenheit kurz in einem Vortrag erwähnt. Offenbar sollen hier 20 Millionen oder 40 Millionen Euro eingespart werden, nominell. Und das steht natürlich dann im Widerspruch zur Ertüchtigung der Fahrzeuge für die Mitnahme von E-Scootern und so weiter. Das wird noch, ich glaube, das darf man nicht geringschätzen. Da ist, glaube ich, auch Aufregungspotenzial dabei, wenn die Landesregierung mittelbar oder unmittelbar Geld spart auf Kosten von gehandicapten Personen. Um es kurz zu machen, das ist mit dem Umbau der Fahrzeuge ist nicht so das Problem an der Sache, sondern es wurde angeführt, das große Problem sei die strafrechtliche Haftung. Und naja gut, darauf kann man sich natürlich schön zurückziehen. Deshalb könne auch die Landesregierung nicht mit einem irgendwie Gesetz oder sonst was die Haftung sozusagen übernehmen, was ich gefordert habe in dem Ausschuss. das ist sozusagen der Knackpunkt, auf dem sich das Verkehrsministerium auf das zurückzieht. Mal abgesehen davon, dass natürlich Geld eine Rolle spielt, aber eher so bei der Sache, wer zahlt die Versicherung, wenn es jetzt nicht um die strafrechtliche Haftung geht, sondern um die finanzielle Haftung. Auch natürlich fast lächerlich, weil das ist ja, dürfte nichts, so gut wie nichts sein. Christopher? Ich verstehe das nicht. Also das mit der strafrechtlichen Haftung für was? Also Strafrecht ist was Strafe regelt für Personen und Haftung in dem Zusammenhang. Also nur die Bitte, kannst du es irgendwie etwas erläutern? Sache war, dass die Verkehrsbetriebe die E-Scooter nicht mehr mitnehmen aus, ich sage jetzt mal ganz grob, Haftungsgründen. Da habe ich gesagt, die hätten das ja regeln, wenn der Gesetzgeber oder die Landesregierung sagt, ihr sollt sie mitnehmen, dann ist ja klar, wo dann gegebenenfalls die Haftung liegt. So, mit anderen Worten, so wurden dann auch meine Worte interpretiert. Ich habe vorgeschlagen, dann übernimmt halt die Landesregierung notfalls die Haftung, wenn es nicht anders geht. So, dann wurde allerdings gesagt, das ist ja nicht möglich, neben der Haftung, ich war jetzt deshalb auch vielleicht ein bisschen falsch formuliert, neben der Haftung gibt es ja auch strafrechtliche Konsequenzen, wenn was passiert. Und diese strafrechtlichen Konsequenzen kann man ja nicht auf Dritte übertragen. Ja, und da liegt also praktisch angeblich zumindest das Problem. Ich sehe da kein praktisches Problem, sondern nur ein theoretisches. Während das natürlich praktische Probleme bei denen auftreten, die jetzt nicht mit Bus und Bahn fahren können und nicht nur theoretische Probleme, aber das ist der Stand der Dinge. Wir werden das auf jeden Fall in der Obleuterunde diese Woche auf dem Top haben. Also ich habe es jetzt verstanden immerhin, das war geklärt, danke. Steht das dann nicht im Widerspruch mit den Nichtbehinderten? Wie sieht das da mit der Haftung und mit der strafrechtlichen Verfolgung aus? Weil irgendwie verstehe ich das dann nicht. Was meinst du damit? Also die Sache war jetzt, es sei fahrlässig, die Dinger mitzunehmen, weil da bekannt sei, sie könnten umkippen. Du meinst wahrscheinlich so eine Argumentation, wie es auch manche Verbände uns geschrieben haben, ja, es können auch Leute von den Sitzen fallen, wenn der Bus stark bremst. Ich verstehe dein Anliegen und das wollte ich damit einfach nur noch mal unterstreichen, diese Sinnlosigkeit und dieses absurde Argumentieren, was damit einhergeht. Bezogen auf behindert, nicht behindert, Transporte und all das, was damit zusammenhängt. Also, ne? Also es macht auf jeden Fall, in der Praxis ist es unverständlich. Theoretisch kann ich nachvollziehen, was gesagt wird, aber es ist einfach, ne? Gut.
Okay, Christopher nochmal. Ja, also finde ich jetzt nicht ganz. Ich mag zwar sein, dass das nicht zutrifft, ja, aber es kommt ja zum Beispiel dann so eine fahrlässige Körperverletzung in Betracht und das trifft dann im Zweifelsfall den Fahrer, der jemanden hat zusteigen lassen, ja, oder jemand, der dafür die Verantwortung trägt, ja. Und das kann man auch nicht, das war eben die wesentliche Bemerkung, das kann man nicht jemandem abnehmen, ne? Da gibt es nur einen Täter, ganz einfach. Eine zivilrechtliche Haftung, das kann man dann eine Versicherung abgeben oder die Landesregierung kann sagen, dann übernehmen wir das, das geht theoretisch, aber Strafrecht lässt das nicht zu. Da gibt es einen Täter und der ist schuld oder auch nicht und dann wird er irgendwie bestraft oder auch nicht. Ob das passt, weiß ich nicht, aber verstehbar ist es zumindest erstmal von der Argumentation her für mich. Ja, das ist die Argumentation, die momentan von der Landesregierung in der Form kommt. Gut, ansonsten haben wir Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung, Verkehr leider noch zu klären. Vielleicht muss ich einfach mal dem Stefan eine E-Mail schreiben. E-Mails sind okay. Wir müssen noch klären, Kommissionsreise in München. München ist am 22. bis 24. April. 2015. Da werden die Fraktionen bis Mitte Januar um Reaktionen gebeten. Dann haben wir noch, aber es ist unser internes Problem jetzt erstmal, dann haben wir noch Antrag Eurotrailer von CDU/FDP. Nur der Hinweis, es wird einen Antrag zum Thema Eurotrailer wahrscheinlich geben. Ich habe ja schon erwähnt, ich hatte angemerkt, ich würde es gerne sehr allgemein fassen auf Förderung kombinierten Verkehr generell. Dann würde ich auch den Piraten empfehlen, gegebenenfalls mitzumachen. Aber wahrscheinlich werden jetzt CDU, FDP erstmal alleine da tüfteln. Mir würde eine Anhörung da sehr gelegen kommen. Flughafen Düsseldorf, nur der Hinweis, dass ich mit dem Flughafen sozusagen nochmal gesprochen habe, Vertreter des Flughafens, und die im März den Antrag stellen wollen. Das heißt, dann geht es da wieder los. Dazu noch Fragen? Nö. Dann noch zwei Dinge. Zur Enquete-Kommission ÖPNV hatten wir jetzt eine schöne Sitzung. Wir haben 4 Grundlagenvorträge gehört. Das heißt, wir haben uns mal briefen lassen, wie war das mit der ÖPNV-Zukunftskommission, wie ist das mit der ÖPNV-Finanzierung, ich sage jetzt nichts, was nicht in der Einladung steht, wie war das mit der ÖPNV-Finanzierung und wie war das überhaupt nochmal mit kommunalen Finanzen und mit was sagt der VDV zu der ganzen Sache? Und wir werden das nächste Mal weitermachen am 6. Februar. Also wir haben jetzt kurz hintereinander die Sitzung. Am 6. Februar werden wir weitermachen. Wir werden 2 Stadtkämmerer wahrscheinlich da haben und noch 2 Leute zum Thema Prognosen, Bevölkerungsprognosen, Mobilitätsprognosen. Und werden uns also weiter in den Grundlagen briefen lassen. Derweil sind wir dabei, den Fahrplan zu erstellen für die kompletten 2 Jahre und streiten uns noch so ein bisschen darum, wie flexibel der Fahrplan sein darf. Wir werden den Fahrplan stricken für die nächsten 2 Jahre, was wir denn alles dann wann tun. Und in der Enquete-Kommission Chemische Industrie geht es gerade zum Ende und deshalb hat man irgendwie pro Woche 3 Sitzungen, zumindest nächste Woche ist das der Fall. Und die teilen sich, da Kai nicht da ist, Hans-Jörg und ich gerade auf, sodass zum Beispiel ich am Donnerstag in der Sitzung bin, am Freitag Hans-Jörg und ich wieder am Samstag. Ja, weil man es sonst nicht schafft. Vermutlich jedenfalls am Samstag, sei denn Hans-Jörg schafft es, am Freitag bereits alles einzutüten. Beziehungsweise die ganz alle zusammen. Ja, also da geht es zum Ende hin und da sieht man, dass der Zeitplan trotz guter Zeitplan am Ende immer Stress ist und wir sind gerade dabei, ihn zu machen. Ja, so sieht es aus. Noch ein Hinweis und dann kommen wir eventuell zum A17. Ja. Ich hatte noch eine Bitte zu deiner Enquete. Bei mir ist bis jetzt auf dem Computer nichts eingeschlagen von Einladungen von irgendetwas. Könntest du bitte den Stefan mit einbinden in
die entsprechenden Termine etc. Damit wir wissen, was läuft, denn schließlich ist er verkehrspolitisch derjenige, der da Bescheid wissen muss. Auf jeden Fall, ja, können wir hier machen, aber auf jeden Fall interessant wäre noch, das kann ich an der Stelle sagen, dass wir von den organisatorischen Fragen abgesehen auch einmal sozusagen inhaltlichen Überblick und überhaupt einen Überblick geben wollen am 10. Februar im Mumble um 19 Uhr. Das wäre. Ist ein bisschen sehr allgemein im Vergleich dazu, dass Stefan dein Kollege ist. Ja, ja, aber das wollte ich nochmal hier sagen, weil ich das gerade. Okay, danke. Ansonsten muss ich mal gucken, dass wir auch innerfraktionell vielleicht mal ein Briefing machen. Also, wenn er zweimal die Woche bei den. Also, wenn er. Also, die. Die Enquete ist ja, weiß nicht, zwei, dreimal die Woche Thema. Wir haben ansonsten hier in der Fraktion hier die Möglichkeit oder halt im Jufix am Dienstag am besten. Ich glaube, das ist sinnvoller, als in jede Organisation einzubinden. Also das mache ich mit Kai auch nicht. Ich möchte auch, gut, ohne dass ich das hier zu sehr als Konflikt begreifen möchte. Ich möchte natürlich hat Stefan das Recht, sich informieren zu lassen, aber Stefan hat natürlich auch ein bisschen die Pflicht, die Informationen abzuholen. Ich würde mich freuen, Stefan würde das als Hohlschuld für sich definieren. Dann ist das die richtige Antwort auf die Bringschuld von Oliver. Ja, genau. In die ganz normale Es gibt sowas nicht. Also eine Enquete tagt, also das ist dummerweise bei Enquete-Kommissionen so, zunächst als Enquete und nicht als fraktionsöffentliche Angelegenheit. Stefan wurde bisher, das hat Carsten gerade eingeworfen, bei unseren Showfix-Dienstags informiert über den Stand der Dinge. Ansonsten gibt es, behaupte ich, keine Kommunikation, die sich an eine Nicht-Enquete-Öffentlichkeit richtet. Ist so. Dürfen die denn nicht? Ist ja geheim. Das ist zunächst das mal Problem nicht, ja. Deshalb ist es wichtig, dass Stefan seines. Nein, sie tagt nicht geheim, sie tagt eben auch nicht öffentlich. Da gibt es schon noch eine Welt dazwischen. Also deshalb ist wichtig, deswegen finde ich es wichtig, dass Stefan das Ganze auch für sich als will ich wissen, reklamiere ich definiert, damit eben nicht am Ende Oliver dafür verhaftet werden kann, wenn ihm mal eine Info durchgegangen ist. Das war sozusagen die Bitte, der Ball liegt in beiden Feldern. Ja. Ich habe noch eine Sache zu sagen in der zu der Enquete, und zwar was Öffentlichkeit betrifft. Wir haben vereinbart, dass die Vortragsfolien der vier Grundsatzvorträge, auch wenn die entsprechenden Referenten zustimmen, öffentlich auf der Landtagsseite abrufbar sind, sodass wir an der Stelle sozusagen zwar eine nicht öffentliche Sitzung hatten, aber die Vorträge dennoch sozusagen öffentlich sind und öffentlich gemacht werden können. An der Stelle, ich glaube, Dank an Herrn Glocke, der das beantragt hat. Herr Breuer, weiß ich gar nicht mehr. Die Teilnahme an diesen Sitzungen kann übrigens beantragt werden, rechtzeitig drei Tage vor der Sitzung beim Referat oder beim Sekretariat der Enquete, genau. Dann wollte ich noch mitteilen zu diesem Ausschuss hier. Es gab den Wunsch, dass wir das Netzwerk gegen Lärm aus Leverkusen hier in den AK4 mal einladen. Und dem bin ich so weit nachgekommen, sodass die uns am 23. Februar besuchen würden. Wir können ja durchaus, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen. Hat er am Zirk auch schon gemacht, so ein bisschen nett für die Bürgerinitiativen, dass sie hier dann auch mal in den AK kommen können, sich vorstellen können. Ich rechne jetzt nicht mit einer langen Diskussion oder langen Vorträgen oder sowas, wenn es hier sozusagen
kurz machen, werden unseren AK machen und dann nehmen die Bauern- und Verkehrleute sie noch ein bisschen mit anschließend. Es geht also auch um die Rheinbrücke in Leverkusen und um die anderen Stelzenautomaten und so weiter und so fort. Gut. Dann können wir eigentlich noch mal, da ja Simone jetzt da ist, uns noch mal dem A17 widmen. Ja gut, also noch mal Entschuldigung, aber Überraschung, wir hatten eine Vorstandssitzung, die etwas länger gedauert hat als geplant, weil wieder Themen reinkamen, die so nicht geplant waren. Gut. Wir hatten letzte Woche Ausschuss und wir hatten die große Anhörung zum neuen Landesjagdgesetz, wobei man wieder sagen kann, es wird so sein, wahrscheinlich wie bei allen Anhörungen, dass die großen Gegenkontrahenten mit unverminderter Härte auch auf ihren Standpunkten beharren werden. Ich denke, es gibt Kleinigkeiten, die tatsächlich aufgrund der Anhörung eventuell noch mal überdacht werden. Wir wollen ja nicht in die Tiefe gehen, aber es geht um das Ausstreuen zum Anlocken von Wildschweinen. Das sollte gekürzt werden von einem Liter Mais auf einen halben Liter Mais, wo uns die Jagdexperten ziemlich gut auch erläutert haben, dass das wirklich völlig sinnfrei ist, so etwas in das Landesjagdgesetz reinzuschreiben. Aber das sind Kleinigkeiten. Also die großen Fronten bleiben weiterhin verhärtet und ich denke, da wird es keine großen Änderungen geben. Des Weiteren hatten wir letzte Woche Mittwoch den Ausschuss mit unterschiedlichen Sachen, wo Verordnungen und Erlasse jetzt endlich in Gesetze gespült wurden, also jetzt nichts Dramatisches oder Böses. Wir hatten den Antrag der CDU zu dem Salzpipeline-Bau zur Nordsee wegen den K&S-Salzen. Auch der Antrag, also dem wir uns eigentlich auch angeschlossen hatten, um einfach die Option auch zu halten, wurde dann eben von den regierungstragenden Fraktionen abgelehnt, obwohl sie in ihrer Argumentation eigentlich sagten, ja, aber das ist eine Alternative, aber wir stimmen da jetzt dagegen so. Also. Und wir haben dann, weil es so schön ist, es gibt zwei Anträge, die wir eigentlich in eine Anhörung kippen wollten, nämlich einmal Mehrwertquote stabilisieren und erhöhen und dazu auch noch ein CDU-Antrag, Nutzung eines Recycling-Quoten-Benchmarkes zur Steigerung von Recycling-Aktivitäten in den Kommunen Nordrhein-Westfalens. Wollten wir eigentlich in einer Anhörung behandeln, da das eine aber eben eher Landesthema ist und das andere eher kommunales Thema, machen wir dazu jetzt eben zwei Anhörungen und zwar direkt hintereinander an einem Tag. Hat den Vorteil, dass der eine oder andere Experte direkt sitzen bleiben kann, denke ich. Wir werden gespannt sein. Der Bericht zu PCB-Belastungen in Steinkohlebergwerken führte zum Ergebnis, im Bundesmoment alles in Ordnung, was jetzt da mit der Anhebung des Wasserspiegels ist, könnte gefährlich sein, aber im Moment ist alles supi. Also wir gucken mal. Und sehr unbefriedigend war auch der Bericht der Landesregierung zur Ausnahmegenehmigung für die Anwendung von Herbiziden in NRW. Die argumentierten dann mit der Kürze der Zeit, obwohl wir eigentlich seit November diesen Bericht verlangt hatten. Da soll allerdings noch was nachgeliefert werden. Wir sind mal gespannt, was da an ausführlichem Bericht kommt. Im Moment haben wir da so gut wie null Infos und wissen auch nicht, wo unser Antrag zu dem Bericht hängen geblieben ist. Es waren jetzt auf jeden Fall fast 3 Monate, bis er endlich behandelt wurde und jetzt auch nicht in adäquater Form. Das erst mal von meiner Seite. Dankeschön. Jetzt Christopher. Nur eine kurze Nachfrage. Wie ist denn unsere Position zu dieser Landesjagdgeschichtssache? Möchte ich einfach persönlich interessieren. Ich habe eine, aber ich frage mal, was die offizielle ist. Da ist natürlich Dannebott jetzt eigentlich der Experte, der war ja auf den ganzen Jägerversammlungen auch im Herbst und Winter und hat da übrigens unabhängig vom Inhalt ein sehr gutes Feedback bekommen, dass er der Einzige wirklich von den Politikern vor Ort gewesen ist, die wirklich
sachlich argumentiert haben und nicht nur einfach polemisch irgendwelche Sachen in den Raum geworfen haben. Also es kam sowohl von Jägern als auch von anderen Politikern als Feedback, was ich sehr schön finde. Grundsätzlich sagt Dannebaut, dass sehr viele gute Sachen dort drinstehen, zum Teil aber auch wieder eine Überbevormundung stattfindet. Also er hat sowohl positive Aspekte als auch negative Aspekte benannt. Er sagt zum Beispiel, Jagd an der lebenden Ente muss weiterhin erlaubt sein. Das ist keine Tierquälerei, weil die ja praktisch nur mit so einem Papierband für eine Dreiviertelstunde an ihrer Flugfähigkeit gehindert wird. Ich habe mir das vor Ort noch nicht angeguckt. Dannebaut hat sich das angeguckt, ist ja eigentlich auch ein Vogelfreund. Deshalb nehme ich das einfach erstmal so zur Kenntnis. Ich würde aber bitten, ich denke, er kommt jetzt da gleich auch noch rein, dass du konkrete Punkte nochmal dir von Dannebaut beantworten lässt, weil da bin ich nicht so drin. Ach, kein Problem, ich wollte nur grob was wissen. Danke. Gut, gibt es ansonsten Ergänzungen oder Fragen zum A17? Nö. Ansonsten, ich glaube, wir hatten dich, Simone, noch in Diskussion aufgeschrieben bei der großen Anfrage von Rot-Grün, beim Plenum jetzt, reden zum Plenum. Und das wird da noch besprochen. Ja, da müssen wir gleich noch dringend mit Dannebaut drin, ist ja auch nur eine Block 1, da kann man sich nicht in aller Klein-Klein zur Biodiversitätsstrategie äußern. Das wird ja eher so ein allgemeiner Wurf. Ich habe fast zeitlich, also es wird sich wahrscheinlich überschneiden, eine Besuchergruppe, eine Schülergruppe und hatte deshalb angeregt, dass mit Unterstützung von Jens und Heidemarie, dass der Dannebaut dann die Rede dazu schreibt, weil das wäre sonst doof. Ich habe das schon gesagt, also ich habe mir das angeguckt und ich habe ein paar Sachen rausgeschrieben und in 5 Minuten kann man ja wirklich nicht viel machen und ich finde die Antwort ein bisschen luschig, also man kann da nicht so viel mit anfangen, finde ich. Da fehlen ganz gravierende Sachen, die man zum Auswerten braucht. Aber ich weiß nicht, ob das nicht gefragt worden ist oder ob die rot-grünen Leute da jetzt mit zufrieden sind, muss man sehen. Und ansonsten, ja, das sind Zahlen, die bringen einfach so nichts, die da drin stehen. Aber da das ja eh nur 5 Minuten sind, kriegen wir da schon irgendwas hin. Ich habe auch Presse und so massenweise und habe jetzt noch von der grünen Hauspostille so einen Boden, über Boden was gekriegt. Da sind total gute Sachen drin. Also man kann unsere Forderungen da reinschreiben, da kriegen wir schon was hin. Glaube ich jedenfalls. Gut, ansonsten haben wir festgestellt, hallo Hans-Jörg, wir waren gerade so am Ende und ich wollte gerade sagen, wir haben festgestellt, dass du noch mal durchaus mehrere Reden halten müsstest, auch in Vertretung für Guy im Plenum und musst du dir eventuell nochmal anschauen. Genau. Wir begrüßen dich hier im AK4. Also Hans-Jörg hat gesagt, er würde die Reden auch in Vertretung für Kai zu Braunkohle und zu, was war das andere? Kraft-Wärme-Kopplung halten. Ja. Und dann brauchen wir es morgen auch nicht mehr diskutieren. Und zusätzlich ist ja noch dieser Block 1 zur Biodiversitätsstrategie. Da wollten wir dich noch drauf ansprechen. Da würden ich, Heidemarie und Jens auch zuarbeiten, weil ich just zu dem Zeitpunkt eine Schülergruppe habe. Ja, gut. Das ist die große Anfrage. Ja, ja. Die große Anfrage, trotzdem Block genau. 1. Ja. Ja, ja. Alles klar. Ja, mache ich. Ja. Okay, Hans-Jörg weiß Bescheid. Und damit sind wir eigentlich durch. Es sei denn, jemand hat noch was. 2 Sachen hatten wir noch offen, die trage ich aber Linus an. Da gucken wir mal. Alles klar. Dann wünsche ich viel Spaß beim Essen oder so. Auch natürlich den Stream zuschauen, auch wenn die das auf YouTube irgendwann um Mitternacht gucken.